18.14 Uhr wurde die Feuerwehr Bergneustadt alarmiert zu einem Brand hier zu dem Berg Lobbe in Neuenothe oder in Emmicke. Alarmiert wurden die Einheiten Bergneustadt und Dörsetal. Auf der Anfahrt durch die starke Rauchentwicklung haben wir sofort Alarmstufenerhöhungen gegeben. Es brennen hier bei der Firma Lobbe ca. 20 x 20 x 3 Meter hoher Restmüll, angrenzend an einer Stahlblechhalle, die auch teilweise in der Front in Mitleidenschaft gezogen wurde durch die enorme Hitzeentwicklung. Wir haben einen massiven Löscheinsatz vorgenommen mit mehreren C- und B-Rohren, Wendestrahlrohren von der Drehleiter. Es sind zurzeit die Einheiten Bergneustadt, Dörstetal, Kleibidennest, Neuenothe, die Kreisreserve Artenschutz, der Einsatzleitwagen Kreis sowie die Messeinheiten Brunol, Remshagen und Wiel im Einsatz. Mit ca. 120 Feuerwehrkameraden. Ferner haben wir die untere Wasserbehörde und den Aggerverband im Einsatz, weil wir direkt über dem Brandherd einige negative oder positive Messungen hatten. Und wir werden jetzt das Löschwasser mit zwei Schlauchwagen vom Aggerverband und von der Firma Lobbe aufsammeln. Gefahr für die Bevölkerung besteht zurzeit nicht. Aufgrund der Besonderheit der ersten Einsatzkräfte haben wir diverses Material innen drin vom Bagger wegfahren lassen. Und deshalb konnte da keine Brandausbreitung im ersten Schritt erfolgen. Dann werden wir mit Baggern den Haufen auseinanderziehen und werden dann entscheiden auf den Blick mit der unteren Wasserbehörde, ob wir Schaum vornehmen. Wir müssen sehen, wie weit der Haufen jetzt noch erhitzt ist. Werden wir Messungen mit der Wärmebildkamera machen und dann werden wir entscheiden, weitere Maßnahmen entscheiden. Wir haben die Löschwasserversorgung in die Einheit Kleinwiedennest, ist direkt auf dem Weg zur Einsatzstelle zu dem Löschwasserhochbehälter in der Ortschaft Emmicke, der ca. 1,5 Kilometer entfernt liegt, hingefahren und hat dort die Löschwasserversorgung zur Einsatzstelle aufgebaut. Ferner haben wir die Löschwasserversorgung von der Firma Lobbe. Die haben einen Löschwasservorratsbehälter, den haben wir angeschlagen und wir sind noch an ein zusätzliches Hydrantennetz gegangen.